Latschaschok unterwegs, gehen nach Oslo. Im Moment sind wir in Schweich bei Trier an dem Wohnmobilpark zum Pferd. Hier ist aber gleichzeitig auch noch ein Campingplatz. Wir haben das an sich nichts Spezielles geplant. Wir wollen einfach nur ein bisschen raus und das einigermaßen Wetter nutzen. Genau. So, dann lümmern wir es mal ein bisschen um, oder? Machen wir. Wir müssen ein bisschen planen für die Zukunft. Ja, und das liegt halt ziemlich in der Nähe und das ist immer eigentlich ruckzuck, ne? Genau. Okay, ich habe schon gedacht, ich hätte schon mit dem Seeräuber geflirtet. Nee, aber schon ein Tipp, falls ihr hier kommen. Ein Tipp, falls ihr hierher kommen möchtet, keine Kartenzahlung möglich. Also nur Bares ist Wahres. Wir sind ja nicht neugierig. Wir laufen einfach mal am Radweg vorbei. Und hier sieht man direkt den Campingplatz. Und dann gucken wir mal an. Dann schauen wir mal, ob der eventuell uns gefallen wird für die Zukunft, gell? Genau. Schatz, guck mal, die Black Pearl. Ist das nicht das Schiff von dem Seeräuber, wo man vorne gesehen hat? Sandbar. Ja, schön. Wir haben uns jetzt mal informiert. Eine sehr nette Dame an der Rezeption, also im Restaurant meldet man sich an. Eine Übernachtung kostet für uns 24 Euro, inklusive mit allem, auch mit WLAN. Und wir haben auch die Erlaubnis, mal über den Platz zu laufen. Das machen wir jetzt auch. Das machen wir, genau. Also, Platz wäre hier noch massig. Hier ist ein Ausgang, da kommt man auch an den Supermarkt und ans Schwimmbad. Ganz dahin, das Gelbe. Das sind die Sanitärgebäude, ist aber auch leider das einzigste auf dem ganzen Campingplatz. An sich gefällt uns der Platz ganz gut, weil man hat Schatten im Sommer, wenn es heiß ist. Wenn man das möchte, kann man aber auch gerne sich einen Sonnenplatz holen, wenn man die Sonne genießen will. So, also ich würde sagen, jetzt den Platz können wir mal im Hintergrund behalten. Okay, raus sieht man jetzt den Wohnmobilstellplatz. Aber ehrlich gesagt gefallen uns normalen Stellplätze doch wesentlich besser. Auf jeden Fall. Hinter uns gibt es sogar noch einen Bücherbaum. Ja, und vor dieser schönen antiken Telefonzelle verabschieden wir uns jetzt von diesem kleinen, schönen Campingplatz. Genau. So, hören wir mal, was wir heute noch erleben, gell? Richtig. Weiter geht's, ab in den Schoggi. Jawohl. Sind hier auf dem Wohnmobilpark Klüserath jetzt. Vermutlich haben wir hier mit unserem kleinen Schocker gar nichts zu suchen. Wir gehen jetzt eben mal gucken. Ne? Genau. Also hier ist die Anmeldung. In dem Häuschen muss man sich anmelden. Und ja, wir freuen einfach mal den Platzwart. Wir sagen, nee, kann er ja an sich nicht. Und dann fahren wir auf den Campingplatz und dann fahren wir weiter. Ne? Aber es ist trotzdem mal spannend zu wissen, was passiert. Gell? Auf jeden Fall, es dreht sich ja bei uns einfach nur um die Toiletten. Ne? Ja, ganz genau. Und da haben wir hier noch nichts davon gelesen, ja. Also fragen wir nach. Genau, fragen darf man ja. Ne? Weil unser Joggi, der ist ja schon manchmal ein bisschen lustig und stellt sich gern zwischen die großen Wohnmobile. Gell? Weil er denkt immer, er wird noch ein bisschen wachsen. Ja gut, gießen du man ja. Ne? Okay, wir gehen uns einmal froh, wir werden gleich berichten. Ne? Genau. Es hat gefruchtet, wir dürfen hier übernachten, es gibt auch Toilettenhäuschen, hey, super. Toll. Ab geht's zur Anmeldung. So Schatz, das ist immer so ein kleiner Joggi auf dem großen Wohnmobilstellplatz. Mhm. Also der Mann der Anmeldung, der war sehr, sehr, sehr nett und der hat doch gar kein Problem gesehen, warum wir nicht mit sollten mit unserem Jogger, er ist ja hier auf diesem Platz. Und da sind dann auch viele Plätze am Ufer frei, sage ich mal. Das ist direkt die Mosel. Ja, und dann gehen wir uns mal umgucken, ne? Perfekt. Wir haben keine Keile dabei. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir unser Auto stellen. Ne? Ja, ich würde sagen, das ist nicht so richtig, oder? Nee, so fahren wir. Das gehen wir noch um. Jetzt haben wir hier ein schönes Plätzchen gefunden, direkt an der Mosel. Ich zeige es euch mal. Mit freiem Blick auf die Mosel. Und ich dachte jetzt, unser Auto steht verkehrt rum zum Schlafen. Rainer meint, es wäre richtig. Jetzt gucken wir mal mit der Bleiwaage, was die uns erzählt. Ja, ich würde sagen, der... Die Tanja hat recht gehabt. Okay. Okay, drehen wir das Auto rum. Drehen wir das Auto rum. Und dann passt es, ne? Genau. Okay. Deswegen hat man ja die ganze Technik dabei, ne? Das ist ein Blei. Also wir können das ja schlafen.
Das ist schon mal viel wert. Und jetzt müssen wir unser Schockgas erstmal mal so herrichten, dass das leidige Thema Batteriemanagement umgangen wird. Ne? So, Schatzi, unser Wunderschlüssel. Danke an den Uwe Leiersmann. Das Auto habe ich jetzt von innen abgesperrt. Und dann kann man die Türen von innen einfach aufmachen. Und so kommt man auch rein und raus, ohne die Batterie zu belasten. Okay, wenn das mal kein Tipp ist, weiß ich es auch nicht. So, packen wir aus. Kaffeezeit, ne? Oh ja, es kann ja erst Kuchen. Ich könnte vor Jubel, könnte ich jubilieren. Es geht aufwärts. Gott sei Dank. So, uns gefällt es ja wirklich hier sehr gut. Und jetzt machen wir uns erstmal Kaffeetime. Und dann schauen wir uns hier mal den ganzen Platz an. Fest steht schon mal, dass wir hier das kleinste Auto auf dem Platz sind. Aber wie gesagt, was haben wir jetzt bezahlt? 10 Euro? 80. 10,80 Euro haben wir bezahlt. Und wir stehen hier wirklich, ich jammer ja manchmal über Wohnmobilstellplätze, aber hier stehen wir ja wirklich schöner wie auf jedem Campingplatz, oder? Und wir haben einen sehr schönen Blick auf die Mosel, den zeigen wir sicher auch noch. So, dann möchte ich noch ganz kurz unsere Ausrichtungsgegenstände vorstellen. Mit dabei ist wieder die Vefur Kompressorkühlbox, mit der sind wir an sich dann sehr zufrieden. Und als Energielieferant haben wir unser Buletti EB300 Powerstation dabei. Solarzelle haben wir jetzt gar keinen mitgeholt, weil wir denken, für die eine Übernachtung, dann reicht die Energie aus. Wir können ja mal gerade gucken. So, die hat jetzt 97% und kann noch 9,3 Stunden weiterlaufen. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen über den Platz, gell, mein Schatz? Da steht unser Kleiner, direkt an der Mosel. Hier ist der Stromanschluss. Das ist nicht ganz gut gelöst, finde ich. So, da schließen wir das Kabel an. Drückt die passende Nummer von der Steckdose, die ist hier drauf, da ist die 1. Und dann werft man die Münze ein. Und schon hat man Strom. Finde ich gut gelöst. Weil dieser Platz hat noch eine Besonderheit, der hat noch eine Toilettenstation. Das ist der Grund, dass wir hier dürfen bleiben mit unserem Dacia Shocker. Gehen wir mal gucken, ne? Ja, ich bin jetzt im Toilettenhäuschen. So, das ist für Männlein und Weiblein. So, Tanja, komm ich mal vielleicht rein. Waschbecken, Urinal, Herren und die Mädchen. Gut, super, alles da, was man braucht, ne? Da sind wir so richtig glücklich, ne? Dass es da noch so ein Toilettenhäuschen gibt. Weil der Platz ist wirklich sehr, sehr schön. Vorige Woche war noch das große Wohnmobiltreffen hier in Glyserath. Da war der Platz sicher gerammelt und voll. Ich drehe mich jetzt nochmal rum. Aber heute ist es ja noch wirklich sehr viel Platz. So. Und da gab es ja noch abends ein schönes Gewitter. Naja, ob es schön war, lassen wir es mal dahingestellt. Wir haben auch im Video gesehen, dass einige mit dem Traktor haben müssen sich rausziehen lassen. Und ich denke, hier im Hintergrund, vielleicht war das dieser Traktor gewesen. Dieser Platz war sicher auch voll belegt. Da hinten sieht man noch die Dixie-Klos, da steht noch ein Bierwagen. So, aber heute ist das alles sehr idyllisch. Und hier gibt es Frischwasser. Für 1 Euro läuft der Automat 6 Minuten. Und für 10 Cent läuft dann das Frischwasser 40 Sekunden. Wir haben eine 2 Liter Flasche dabei. Also müssen wir noch viel Wasser in die Hecke laufen lassen, oder? Auf jeden Fall. So, dann filmen wir das Ganze noch ganz kurz. Okay. Ah, 1,4 Bar Wasserdruck. Ne? Ihr kommt dann noch morgens der Bäcker. Um 8:30 gibt es dann frische Brezhasse-Kaffee oder auch sonst irgendwelche Frühstücksbackwaren. Ein WLAN gibt es hier auch, ein freies. Geht aber nur weiter oberhalb. Gut. Aber wir probieren das mal aus. Wir probieren das mal aus. Gehen wir mal hinaus, mal gucken und die Mosel. Und jetzt kommen wir hier noch um einen Bereich, wo man kann vielleicht ein Boot ablassen und direkt in der Mosel zu paddeln oder Kanu zu fahren. Wir gehen mal runter, gucken. Gefällt's da? Gefällt mir. Okay. Schön relaxen. Jetzt gehen wir uns ein gutes Kaffee machen, ne? Machen wir. Und du? Schön brav bleiben, ne? Schön brav. Wir machen jetzt noch eine kleine Runde durch Glyserath. Und hier ist der Stellplatz von oben.
Und wir gucken jetzt mal, was wir noch so entdecken hier, ne? Studierst du wieder die Speisekarte, mein Schatz? Jo, ich muss das sagen. Ich habe schon wieder Hunger. Vesperteller. Käse, Schinken, Salami, getrocknete Tomaten, Oliven, Feigensenf, Brot, 10 Euro. Hört sich gar nicht so schlecht an. Wir stehen jetzt auf der Weinstube zur Tenne. Und hier kann man lecker vespern und kleine Gerichte zu sich nehmen. Es soll urgemütlich sein, öffnet aber erst um 18 Uhr. So, und wir gehen ein bisschen weiter hier, sag ich. Was wir jetzt auch noch gesehen haben, hier gibt es auch noch einen Sagenweg und ein Krippenmuseum. Aber ich denke, das müssen wir uns aufheben für einen späteren Besuch. Eine Pizzeria haben wir jetzt auch gefunden in Glüserath. Mein Schatz hat schon wieder Hunger. Ja, ja, ich klappe hier so alles ab, was man essen kann. Du. Pass auf dich auf. Naja, Schatz, hier ist leider im Moment nicht viel dran. Also naja. Vielleicht verschont. Aber es wird schon besser. Ja, Gott sei Dank. Ja. So, aber wie gesagt, ist auch ein Heimservice, wenn man auf dem Wohnmobilpark ist oder auf dem Campingplatz ist, kann man, denke ich, auch die Pizza sich an dem Platz liefern lassen. Das ist doch auch eine praktische Sache. Ne? Die Preise sind normal, würde ich sagen. Jo. Und wie schmeckt, können wir uns das auch kein Urteil erlauben. Vielleicht testen wir das auch mal aus. Und hier ist ja auch das Pizza-Auto, genau. Jetzt stehen wir vor dem Krippenmuseum hier in Glüserath. Ja. Und das Museum hat Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Darf ich auch was sagen? Nein. Eintrittspreise 4 Euro pro Person und Kinder 3 Euro. Schwerbehinderten auch 3 Euro. So, jetzt wollte ich auch mal was sagen, aber ich habe wieder Mundverbot gekriegt. Jetzt darfst du. Das will ich nämlich. Jetzt gehen wir weiter. Selber schuld. Natürlich kann man sich an der Mosel auch Flaschenweine kaufen. Hier das Weingut Rosch. Auf diesem Schild wird uns das auch die Geschichte von Glüserath erklärt. Wir stehen jetzt vor der Pfarrkirche Glüserath. Gehen wir mal rein, gucken, Schatz. Ja, ist nämlich offen. Super. Kommt dir heute auch nicht mehr so oft vor, dass die Kirchen offen sind, ne? Oh ja. Also die Kirche ist viel größer, als sie von außen aussieht. Dann schauen wir mal irgendwo einen Marienaltar finden. Und ein Kerzchen anmachen. Genau. Und diese Kerzen sollen brennen, damit meine Maus ganz schnell wieder gesund wird. Jetzt stehen wir hier noch vor einer Winothek. Aber die sieht aus, als wenn sie geschlossen hätte im Moment, ne? Okay. Muss ich noch ein bisschen gedulden, mein Schatz. Naja, ich bin ja kein so großer Weintrinker, ne? Nee. Aber der Mose schmeckt da trotzdem immer ganz gut. Nur wenn man sich Flasch Wein kauft und holt sie mit Hemm, schmeckt sie der Hemm leider ganz nämlich anders, so lecker. Ne? Schmeckt in der Urlaubsregion immer noch am besten. Über diese Brücke sind wir da wieder Arsch im Gang, ne? Jetzt stehen wir in Glüserath vor dem Rudemsmännchen. Es ist der Sage nach ein Geist, der hier im Wald herumspukt. Wir machen jetzt hier noch eine kleine Rast. Und dann gehen wir wieder zurück zu dem Wohnmobilstellplatz, ne? So machen wir's. Jo. Dann machen wir langsam mal Essen. Ja, ich habe schon ein bisschen Hunger. Das wissen wir doch schon, die ganze Zeit, Schatz. Also du studierst die ganze Zeit schon die Speisekarten. Ich traue mich gar nicht zu sagen, darf ich? Jetzt darfst du. Die Pizzeria dahin, die hat nicht schlecht ausgesehen. Und ich habe so, jo, gut, ich habe was dabei. Vielleicht hat euch unsere kleine Führung durch Glüserath gefallen. So, und dann ruhen wir uns ein bisschen aus, dann gehen wir auf den Platz, ne? Genau, dann machen wir es. Okay. Ich konnte es nicht lassen, jetzt habe ich mir doch noch eine gute Flasche Wein gekauft. Normalerweise sind wir ja Biertrinker, aber an der Mosel schmeckt ein guter Moselwein immer noch sehr, sehr gut. So, da gucke ich mal, was für Tröpfchen ich mir kaufen. Das ist ein Glüserather St. Michel. Also ein Riesling Hochgewächs. Den lasse ich mal halt oben schmecken. Jetzt gehen wir auf den Platz. Weil mein Schatz hat ein bisschen Hunger und da müssen wir auch was essen gehen. Genau. So, jetzt geht's aufs Essen machen. Wir haben nämlich richtig Kohldampf. Wir haben das nicht gar nicht richtig geplant, irgendwo zu schlafen. Jetzt haben wir nur den kleinen Minikocher dabei. Und gut, wir haben ein bisschen Aluminiumfolie drunter gelegt, dass wir die Wiese nicht irgendwie versenken. Und jetzt machen wir unser Essen warm. Jetzt machen wir unser Auto schon mal nachtfertig. Tanja macht hier unsere Verdunkelung dran. Die haben wir uns selbst gemacht, aber die erfüllen ihren Zweck und es funktioniert. Geht ruckzuck. Nur mit diesen Magnethaltern, die würden wir es auch nicht mehr empfehlen.
Da haben wir uns nämlich schon vorher schon Albanien in Dellens Auto gemacht. Machen wir zu und zack, schon haben wir Verdunklung dran. Na, so geht das weiter ums ganze Auto rum. Das Essen fängt schon an zu köcheln. Das kann man jetzt schon ein klein bisschen kleiner drehen. Unser Truhe hat jetzt 4 Grad und unser Poletti hat jetzt noch 85%. Also kriegen wir heute Abend auch gar kein Problem mehr mit der Energie, mit unserem Kühlschrank. Und ruckzuck haben wir unser Auto schlaffertig gemacht. Später, wenn es dunkel ist, kommt hier noch Beleuchtung dran. Ja, und innen drin auch, ne? Und diese Abdeckung kommt dann auch noch dran. Hier ans Fenster. Jawohl. Und hier sieht man so schön unser Schlafgemach. Genau. Jo, jetzt zeige ich mir noch ein klein bisschen Kamera-Equipment, weil ich filme jetzt mit der Osmo Action 3. Und hier sieht man jetzt, Moment, ich drehe rum, unsere gute Osmo Action 4. Steht hier auf dem Stativ. Mit dieser Kamera machen wir auch den großen Teil unserer Videoaufnahmen. Jetzt haben wir unsere Kompressor-Kühlbox ins Auto gepackt. Da bleibt die auch über Nacht stehen. Und unser Poletti hat jetzt immer noch 76%. Das kann man jetzt schlecht ablesen. Ich probiere es mal. Die Truhe hat jetzt 2 Grad. Das ist keine Werbung. Die Sachen wurden für uns gekauft und bezahlt. Richtig, braucht man keine Werbung zu schalten. Genau. Das Essen ist in der Mache. Dann tun wir jetzt uns mal die Zeit vertreiben und probieren mal den feinen Moselwein. So, jetzt haben wir geklickt, das ist ein Schraubverschluss, sonst hätten wir schon ein Problem. Ne? So. Wieder sehr stilvoll aus der Aluminiumtasse. Ja gut, dass wir noch Wein trinken, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Ne? Richtig. Oh, der ist noch gekühlt. Der kommt aus einem schönen, kühlen Keller. Jawohl. So, hier ist das gute Tröpfchen. Da probieren wir nochmal. Lass es dir schmecken, mein Schatz. Dankeschön. Zum Wohl. Wünschen. Zum Wohl. Der ist süffig, sehr süffig. Aber vielleicht gibt es ja auch mal so Plastikweinbecher. Die gibt es. Gibt es die? Ja. Nur müssen wir gucken, wenn alles ziemlich eng verstaut. Okay. Aber vielleicht sollten wir uns mal Gedanken machen. Zum Wohl. Zum Wohl. Der Mann hat wieder gesaut. Mahlzeit, gute. Mahlzeit. Ja, wird doch gar nicht so eklig. Das Essen war schon mal gar nicht so schlecht gewesen. Ne? Richtig. Also wir kochen daheim frisch und abwechslungsreich. Aber wenn wir jetzt einmal hier auf Tour sind, nur für den Tag zwei, haben wir auch gar kein Problem, ein Fertigmenü zu essen. Ich denke nicht, dass man da 5 Minuten früher sterbe. Nee, und draußen, wie gesagt, schmeckt das alles ganz anders wie zu Hause. Zu Hause kann man sowas wirklich nicht essen. Was die Tanja sagt jetzt, also das sind wahre Worte. Ja. In der freien Natur schmeckt vieles, vieles besser wie eben daheim. Und da kann man auch mal so ein Fertiggericht essen. Ne? Also wir haben da kein Problem damit. Und jetzt tun wir den Abend hier an der Mosel noch genießen. Dann habe ich nicht Glück mit dem Wetter. Die Sonne scheint immer noch. Und ja. Jetzt warten wir auf Schiffskino. Genau. Jetzt geht die Sonne langsam unter im Wohnmobilpark Glüsserath. Wunderschöne Abendstimmung. Guten Morgen. Moja. Wir hatten eine richtig schöne Nacht hier in Glüsserath am Wohnmobilpark. Ja, das Frühstück war gemütlich. Und ich habe noch ein extra Lecker gekriegt. Oh, meine Frau hat mir ein Croissant spendiert. Wow. Und die Werkstatt sieht auch lecker aus. Die ist Tanja Kafer gegangen. Hat morgen um 8:30 ist der Bäcker da gewesen. Das Frühstück war noch gemütlich. Und da packen wir unser Auto zusammen. Und dann fahren wir wieder heim. Und dann ist unser kleiner Trip an die Mosel auch wieder vorbei. Dann sagen wir mal Tschüssi. Tschüss.